Grüß euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Top 10 Herbstdüfte für Männer. Fang an mit der Nummer 10. Davidoff Cool Water Intense. Das ist eigentlich eher so ein duschgelfrischer Duft. Eher für den Frühling. Aber weil er so günstig ist, kriegst du ihn super günstig. Alle Videos, alle Düfte in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, so mega lange hält, empfehle ich dir den sogar im Winter und im Herbst. Der ist total unterbewertet. Mehr Leute müssen von diesem Duft Bescheid wissen. Richtig gute Haltbarkeit. Geht so in die Richtung von Invictus. Aber geil vom Preis. Auf der 9 haben wir einen alten Bekannten. Das ist Job Om. Ein Duft, der sehr künstlich riecht. Ein richtig künstlich riechender Duft. Das ist die größte Schwachstelle. Was sind die zwei größten Benefits? Er riecht sehr lang anhaltend, hält ewig. Also hält nicht ewig, aber hält gut sehr lange. Und er ist super billig. Und dadurch, dass er so eine Zimtnote hat, so Zimtsirup, so riecht das halt wie nach Zimtsirup, eignet er sich logischerweise für diese kältere Jahreszeit wie Herbst. Auf der 8 haben wir Spirit of the Brave von Diesel. Und das ist so eine Art Versace Eros nach brasilianischer Art. Ihr wisst ja, Versace Italien, machen wir hier einen auf Portugal, Brasilien. Wir haben ja den Neymar Junior, der diesen Duft bewirbt. Haltbarkeit richtig gut. Ich empfehle dir aber noch ein bisschen zu warten, bis der noch günstiger wird, weil dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut. Und ich vermute, er wird noch günstiger, weil die meisten Diesel kriegst du einfach mittlerweile günstiger. Auf der Nummer 7 haben wir Mercedes-Benz Private Eau de Parfum. Und den habe ich für rund 23 Euro gekauft. Er hat so eine Granaten-Charakter. Geiler Charakter, geile Haltbarkeit. Das Manko hier ist einfach, dass Menschen in der Parfumszene nicht so viel Bock haben auf Autodüfte. Wenn ihr euch die Düfte ohne Vorurteile anschaut, von Bentley, von Mercedes, von Ferrari, die haben teilweise richtig geile Parfums und der hier eignet sich sehr gut für den Herbst, weil der hat so eine tiefe, reiche, alter Schwede, das riecht so richtig männlich, das Teil. Patchouli und, also ich denke da, ich habe die Duftnoten nicht gesehen, also so erdig, orientalisch, geil. Probier den aus, der ist Hammer. Auf der Nummer 6 haben wir Halloween Man X. Der ist fantastisch, wenn es ums Thema Preis-Leistung angeht. Wenn es ums Thema Komplimente angeht, ist er gut. Wenn es ums Thema eignet sich für den Herbst angeht, auch sehr gut. Weil der riecht nach Kaffee. Also, wenn du nicht viel Geld... Boah, der ist geil, dieser Duft. Der ist einfach mega geil. Und super billig. Also, nicht mehr als 30 Euro für den ausgeben, ganz wichtig. Ansonsten, weißt du, dann könnte ich auch Düfte wie den hier vorstellen. Awake von Acro. Der kostet irgendwas mit 130 oder so. Ist ein besserer Duft, was Kaffee angeht und Haltbarkeit angeht. Aber ich will in diesem Video auch ein bisschen Richtung Preis-Leistung gehen und mehr so Designer-Düfte zeigen. Das heißt so Fashion-Designer, bekanntere Düfte. Also wenn du Kaffee magst, probier den aus. Logischerweise passt das auch sehr gut in den Herbst. Jetzt wird's lustig. Auf der Nummer 5 haben wir Ariana Grande Cloud. Das ist ein eigentlich Frauenparfum, aber weil es für mich eine 1:1-Kopie ist, 1:1-Kopie, was eigentlich blöd ist, weil das uncool ist, wenn man Dinge kopiert, aber ich sag's euch trotzdem, von Baccarat Rouge, ein, keine Ahnung, 300, 400 Euro Duft ist das, und das hier ist ein sowas von guter, naja, sagen wir Alternative zu diesem Duft. Wenn du kein Problem damit hast, einen Ariana Grande Duft zu tragen, dann, und du diesen Baccarat Rouge magst, hol dir den. Also du kannst auch aus Spaß hier den im Douglas, Rossmann, DM, Müller, die diesen Duft haben, so eher so billigere, also so billigeres Sortiment, guckst du rein, sprühst du hier drauf und dann gehst du nebenan in eine teure Parfümerie, die diesen Francis Kurkdjian Baccarat Rouge hat, sprühst du hier drauf, dann merkst du, alter Schwede, das ist ja irgendwie das Gleiche. Aber nicht nur das. Wart mal 8 Stunden,
nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben, 8 Stunden. Und dann merkst du, geil, immer noch drauf. Boah, der ist ja immer noch drauf, dieser Billigduft. Und das ist etwas, wo viele Düfte Probleme haben. Und ich mag es eigentlich nicht, Düfte vorzustellen, die andere Düfte imitieren. Trotzdem, weil der Customer, also ihr, geht vor. Deshalb einfach, dass ihr es gehört habt, auch ein guter Duft dafür. Für den Herbst sowieso. Weil das hat so eine wärmende, das ist so eine Art geile zweite Haut, die ihr dadurch kriegt. Das ist so ein Molekülduft auf eine sehr warme, süße Art und Weise. Sehr gut geeignet für den Herbst. Weiter geht's auf der Nummer 4. Jetzt wird's heiß, Leute. Jetzt wird's geil. Also Dark Rebel. Also, naja, also wir haben ja in Deutschland auch richtig robuste Kerle, hoffentlich. Ich hoffe, du bist ein robuster Kerl und nicht so ein Sackgesicht, wie manche Männer heutzutage werden. Aber es gibt so richtige Kerle noch in Deutschland, das finde ich geil. Ich denke bei diesem Duft immer an so einen Typ aus Texas, der eine Harley Davidson fährt und so ein Tomahawk Steak mit einer Hand brät, so ballert er sich auf den Grill und so, buh, tschum. Und so, weil das ist so ein richtig, richtig männlicher Duft. Also der riecht nämlich nach Tabak, nach Leder und nach Alkohol. Da ist logischerweise über 50% Alkohol drin. Aber die Duftnote an sich ist auch Alkohol. Das musst du auch verstehen. Also Tabak, Leder, Alkohol. Es ist ein geiles Teil. Das ist Dark Rebel. Probier den aus. Und alle Düfte, die es gibt, empfehle ich dir im Discount zu kaufen. Auch meine. Im Sinne meine, weil du kriegst die ja im Bundle zu einer Art Discount. Also geh auch gerne auf meine Website. Die sind sowieso die geilsten überhaupt. Zum Beispiel mein Date-Duft oder mein Unisex-Duft für den Herbst. Der haut dich sowieso weg. Komplimente ohne Ende auf fragrance.one. Auf der 3 schieße ich euch den Florienthal von Comme des Garçons drauf. Alter Schwede, die Araber, die Iraner, die Perser, die Türken, die Afghanen, alter Schwede, ich will mehr mit euch abhängen. Die Kultur ist so krass und so alt, wenn ihr überlegt, so Dinger wie Ägypten. Naja, was sind die ältesten Völker der Welt? China, Ägypten, keine Ahnung, nennt mir ein paar andere. Ich glaube, Griechenland ist auch sehr alt, aber ich sag mal, Ägypten und China sind sicherlich 2 der ältesten Völker der Welt. Und ich würde gerne hier in München zu so einem Restaurant gehen, wo man richtig geil Lamm essen kann oder so. Alter Schwede, hätte ich Bock drauf. Und das hier ist für euch. Das ist für euch, Alter. Das ist euer Duft, Mann. Mann, ich glaube, der... Fuck, wenn du so ein geiler Unternehmer bist, so fährst eine schwarze S-Coupé, weißt du, so AMG S-Coupé, Mercedes, hast du so ein schwarzes T-Shirt an, geil getrimmten Bart, voll gepflegter Typ, gut gebaut, gehst hier durch die Straße und dann hast du diesen Duft an dir drauf. Und ich so, alter Schwede, was ein geiler Typ, Mann. So, weißt du, es gibt ja so Stereotypen, ich bin von mir aus so prinzmäßig, so Florian Silbereisen, aber dann gibt es auch so arabisch aussehende Typen. Dann gibt es so von mir aus so schwarze Bodybuilder, Superstar, Rap, Leute. Also, es gibt so comicartige Figuren, die ich einfach richtig geil finde. Und was so arabisch-mäßiger Typ ist, der sollte so einen Duft tragen. Der riecht, das klingt jetzt bescheuert, der riecht nach Pflaume. Aber diese Pflaume riecht so geil. Comme des Garçons, da hat übrigens auch Pharrell Williams einen Duft für die gemacht. Die sind richtig geil, diese Marke. Der haut dich weg, dieser Duft. Da ist Harz drin. Richtig geiles Harz. Nicht irgendein Gewürz. Wir sprechen vom Harz aus dem Baum. Und das ist schon richtig Power. Und dann mischt sich ein bisschen von diesem Dings dazu, von dieser Pflaume. Alter Schwede, ich will mit euch abhängen, Jungs. Irgendwie finde ich euch geil. Irgendwie finde ich euch geil, Alter. Naja, weiter geht's. Auf der Nummer 2 haben wir Stronger With You von Armani Baby.
Manchmal muss ich über mich selber lachen, wie ich quatsche oder so. Alter Schwede. Okay, Stronger With You, das ist ein Nussduft. Wir kommen von der Pflaume zur Nuss. Ja, so Richtung, nicht Haselnuss, also riecht nicht, aber so Richtung Nuss. Die sagen, glaube ich, dass das Kastanie ist. Sagen wir einfach ein nussiges Aroma, gemischt mit so einer Invictus-Frische. Sehr kreativ, dafür, dass es ein Designer-Armani-Duft ist. Und sehr zufriedenstellend, sehr männlich und perfekt für den Herbst. Dieser Duft in der hohen Hitze im Sommer wird nicht so gut funktionieren. Er ist etwas erdrückend. Du musst wissen, wenn du Düfte, die süß sind, im Sommer trägst, werden die noch süßer. Falls du das nicht wusstest, auch eine Karotte oder auch, guck mal, wenn du gewisses Gemüse kochst, zum Beispiel Karotten, ist da mehr Zucker drin, ja, als wenn du es roh isst. Das heißt, die Hitze ist eine Energie. Mach mal ganz kurz. Wenn du süße Düfte in der Hitze trägst, dann werden die noch süßer. Und wenn ein Duft bereits ultra süß ist, trag den am besten im Winter oder im Herbst, weil das coolt den so ein bisschen runter, aber er hat immer noch diese Potenz, um in dieser Kälte zu überleben. Wo wenn du jetzt einen frischen Zitrusduft, so oh, frisch Zitrone und Apfel in der Antarktis trägst, der überlebt ja nicht mal 10 Minuten. Dann sprühst du drauf und dann ist er weg. Da musst du richtig knallen mit so heftigen Dingern wie dem hier. So, auf der Nummer 1 tue ich euch den hier. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil irgendwie mag ich den persönlich, ich subjektiv, nicht so sehr. Aber ich weiß, dass er richtig gut ist. Und Frauen mögen diesen Duft auch grundsätzlich sehr. Es ist Azaro Wanted by Night. Und hin und wieder möchte ich auch auf die Platz 1 Düfte setzen, die euer Aufmerksamkeit erzeugen. Wo du zum Beispiel in der Parfümerie diese Düfte ausprobierst und dann dich selbst überzeugst. Also Blindkäufe, die sage ich dir nur, wenn du zu 100% den blind kaufen kannst. Aber den hier, der ist geil. Der ist richtig geil. Aber ich mag ihn irgendwie nicht. Aber so neutral und fair gesagt, muss ich einfach sagen, boah, der ist geil. Da kann ich nichts zu sagen, außer, ja, das ist geil. Das ist so, wie wenn ich zum Beispiel Ferrari- oder Porsche-Fan bin und ein McLaren-Auto finde ich persönlich voll langweilig. Aber wenn das Spitzenklasse ist von der Technik und von das, was sie machen, muss ich einfach sagen, na, das ist geil. Auch wenn ich es selber nicht mag. Aber der hier, das ist Hammer. Das Coole an dem ist, es ist auch ein Zimtduft, wie Job. Also ich könnte mir vorstellen, die Leute, die Job Om mögen, zum Beispiel wenn du den immer getragen hast oder dein Onkel oder du, dann könnte es gut sein, dass du diesen Duft auch sehr magst. Wir haben also eine exzellente Haltbarkeit, wir haben eine große Einzigartigkeit in dem Charakter, was viele von denen, na doch, die waren gut. Also wir haben eine ziemlich gute Haltbarkeit, einzigartig vom Charakter, perfekt für den Herbst, also super perfekt, dieser Zimt mit immer noch dieser leichten Süße. Preis ist okay, Ladies Reactions sind auch mehr als gut, zwischen gut und sehr gut. Probier den aus, wenn ich jetzt keinen Duft drauf hätte, würde ich den tragen. Ich danke euch, ich liebe euch, tschüss.